welcome to Swiss Action TV. Today I'm again in Lucerne to check the water level, but I found again many thousand people coming here to demonstrate against the COVID dictatorship here in Lucerne. Now we can hear the freedom tricklers from Switzerland. Ich muss hier von Backstage eine offizielle Mitteilung machen. Am Kamel-Tribüne sind die AirPods. Ah, das bist du! Meine AirPods die sind gefunden worden, was wir dir holen. Warum sagen sie dir eigentlich Kamel-Tribüne? Es fängt schauen wir mal an. Ich bin halb grief. Ah. Bist du mal auf einem Kamel geritten? Ja? Seid ihr schon mal auf einem Kamel geritten? Also wenn ihr das Kamel reiten wollt, dann müsst ihr es zuerst satteln. Und wenn ihr es satteln wollt, müsst ihr es zuerst fangen. Und wenn ihr es fangen wollt, müsst ihr es zuerst fingen. Also wenn ihr schon mal in die Wüste unterwegs seid mit Kamel, am Morgen, wenn ihr aufwacht, sind die Kamel weg. Weil die suchen irgendwelche trockenen Büsche, wenn sie sie hinter der dritten oder vierten Bühne. Und dann müsst ihr die Fußspuren von euch im Kamel finden. Und die Wüste ist voll von Kamelspuren. Und dann schaut ihr mal so eine halbe Stunde rum, bis ihr irgendwann hinter einer Bühne euch ein Kamel seht. Und dann müsst ihr es fangen. Und die haben so Vorderbeine zusammengebunden und die säckeln immer noch saumässig schnell mit einem Vorderbein. Dann säckelt ihr dann Kamel hinten noch. Das ist die Zinde in der Wüste, so die sehr einzige Mal, wo ich gesehen habe, wenn sich ein Kameltreiber schnell bewegt, wo er sein Kamel gefangen hat, dann habe ich mein Kamel gefangen. Und dann müsste ich den Kopf rutschen, dann ist er oben, an den Kopf abziehen, damit es abhockt. Dann hat so Piercings hier an der Nase, dann müsste ich den Zügel einfädeln. Und dann müsste ich aufsteigen und den Befehl geben, damit es aufsteht. Und es steht zuerst mit den Hinterbeinen auf. Die dürfen also nicht normal vorne drauf hocken, sonst geht nicht gerade wieder runter. Das heisst, wenn ihr das Kamel noch ohne Sattel reiten wollt, müsst ihr einfach hinten anstehen und so um den Höcker heben. Dann steigt es auf mit den Hinterbeinen. Und in dem Moment, wo es mit den Vorderbeinen aufsteigt, müsst ihr über den Höcker vorgumpen und dann hängt es. Und dann könnt ihr das Kamel das erste Mal zum Übernachtungsplatz reiten und dann dort wird es dann gesattelt. Also wir haben jetzt das Jahr, ich bin schon seit schon lange nicht mehr im Ausland gewesen, dieses Jahr haben wir eine Ferien in der Schweiz gemacht, weil wir sind alle nicht geimpft und unseren Kindern gesagt, wir bleiben jetzt in der Schweiz, weil es ist ein bisschen schwierig zum Fliegen und es ist ein bisschen schwierig überhaupt über Grenzen, wenn man nicht geimpft ist. Und es war schön gewesen, wir sind in den Bergen auf der Alp gewesen, in einem Geissenstall mit kaltem Wasser vor dem Stall. Und es war super schön gewesen. Und dann habe ich aber meine Mädchen mal gesehen, wie sie vor dem Stall in der Wiese spielen, sie gegen Flüger pilotieren. Dann fragt, was machen wir hier? Dann sagen sie, wir fliegen in die Ferien. Woher? Zu den Indianern. Dann hat er nicht gesagt, dass das politisch nicht ganz korrekt ist. Dann fragt, wie lange fliegen wir denn? Und was gibt es zu essen? Und kann ich auch mitfliegen? Dann haben sie gesagt, nein, der Flüger ist bis auf den letzten Platz besetzt. Dann habe ich gefragt, warum? Dann haben sie gesagt, weißt du, bei uns muss man darum keine Masken anlegen. Also wirklich, okay, gut, man hört überhaupt nicht die Meinung der Eltern. Dann habe ich gefragt,
Also warum nicht? Es geht ein bisschen das blöd. Also die wollen können schon, aber man muss nicht. Und impfen muss man auch nicht. Und dann haben sie gesagt, plötzlich, nein, eigentlich dürfen nur Ungeimpfte mitfliegen. Die geimpft sind, dürfen nicht mitfliegen. Dann haben sie gesagt, das ist aber gemein. Dann haben sie gesagt, nein, weißt du, bei allen anderen Flügen dürfen nur die Geimpften mitfliegen und die Ungeimpften werden rausgeschossen und die dürfen eben bei uns mitfliegen. Und damit es genug Platz hat für die Ungeimpften, dürfen bei uns keine Geimpften mitfliegen. Dann haben sie gefragt, wie weisst du, ob jemand geimpft ist oder nicht? Dann haben sie gesagt, weisst du, wir haben hier am Eingang des Flügers haben wir so einen Detektor und er erkennt, ob jemand geimpft ist. Und dann kommt so eine Matratze und spickt den weg. Dann macht er so einen Salto durch die Luft in einen Flüger für Geimpfte. Dann merken meine Mädchen, die haben schon zwei Sachen begriffen. Erstens mal, dass das mit den Impfungen diskriminierender Quatsch ist. Und zweitens, dass man es einfach mit Humor nehmen muss. Und dann ist mir sicher, dass ich mich sogar noch aufgeregt habe, wo die Behörde gesagt hat, also Kinder ab 12 können selber entscheiden, ob sie impfen lassen wollen oder nicht. Dann habe ich das Gefühl, habe ich mich aufgeregt. Meine Eltern sind erst 5 und kann schon selber entscheiden, ob sie impfen lassen oder nicht. Und jetzt habe ich gemerkt, ich ziehe jetzt wieder ein bisschen an mit den Masken. Man merkt immer, wenn wieder von oben eine Weisung ist, im Gob plötzlich wieder ganz strikt alle mit Masken. Und wenn mich einmal jemand gefragt hat, die Maske vergessen, dann kommt irgendwie die Eltern, die haben die 5-Jährige, denkt sich dazwischen und sagt, ich bin dann gesund. Das ist so eine Hammer-Idee, Hans. Eigentlich müsstest du ab jetzt alle 10 Sekunden einen ablassen. Also, schaut, letztens bin ich sogar im GOB, sind wir 3 an der Kasse gewesen, ohne Maske. Und ich war so der Vorbisch gewesen, dann habe ich die Kassierin gefragt, habt ihr eure Maske vergessen? Dann habe ich gesagt, nein, ich habe ein medizinisches Attest. Dann hat sie da hinter mir gefragt, und was ist mit euch? Und er hat gesagt, ich habe einen besonderen Grund. Hat sie ihn gefragt, was für einen. Dann sagt er, gesunder Menschenverstand. Dann verkauft den Job und müssen lachen. Dann schaut sie den Dritten an und fragt du dir. Und dann war so ein Kaugummi-Ketscher. Dann hat er gesagt, ich habe einen Anti-Corona-Kaugummi. Er hat aber nicht müssen lachen. Er hat so trocken gesagt, dass die Kassierin ist unsicher geworden. Dann hat sie gefragt, ja gibt's das? Und dann hat er ohne eine Miene zu verziehen, hat weiter gecatcht und hat einfach gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen aus den letzten anderthalb Jahren. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist auch die einzige Hoffnung für die Zukunft. Ich habe keine Ahnung, was noch kommt und was noch wird, aber eins ist klar, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und jetzt ist fertig mit Schnur, jetzt geht es einfach weiter mit Musik, die ihr kennt. Schönen Abend. Ganz nett. Patrick Kietze von Freie KMU, er stellt sein Projekt kurz vor. Danke. Bank Freie KMU. Wir haben eine kurze Werbeunterbrechung. Und zwar geht es um Folgendes, bitte zoomen das. Ja, Sie schon mit Kollegen. Die kleinen Unternehmer, die Restaurant und so weiter, aber eigentlich alle haben zunehmend ein Problem mit den Kreditkartenanbietern. Die zocken immer höhere Gebühren ab. Drum, der Kleber, bitte alle, die selbstständig sind, alle, die irgendetwas anzubieten haben, wir lieben Bargeld. Wir lieben Bargeld. Und der zweite Grund, selbstverständlich, ich stehe still, damit ihr gut zoomen könnt. Der zweite Grund, selbstverständlich, ihr wisst alle, man will digitales Geld machen. Und ich nehme an, die meisten von euch wissen auch, dass das digitale Geld so ähnlich wie in China
an Social Credits wird gebunden sein. Auch deswegen, wir lieben Bargeld! Wir lieben Bargeld! Könnt ihr an unserem Stand dorthin beziehen und könnt ihr an unserem Webshop bestellen. Danke, habt noch viel Spass. Danke vielmals. Als nächstes vom grössten Verein in unserer Bewegung mit über 10'000 Mitgliedern schon von der Vereinten der Verfassung, Co-Präsidentin Marion Russig. Nach dem Werbespot reden wir ganz noch ein bisschen weiter über wirtschaftliche Themen, nämlich über einen Vertrag. Ein Vertrag ist ja etwas, ich gebe dir Geld und du lieferst. Und wir haben heute eine Situation, wo genau gleich geht. Ich liefere dir, ich gebe dir Geld und du verbreitest meine Ansichten und Meinungen. Wir reden also vom Mediengesetz. Bei diesem Deal, wer profitiert davon? Der Auftraggeber, der Staat. Der hat genau das unter die Leute gebracht, was er gefunden hat, ist wichtig. Es hat keinen Platz gehabt für andere Meinungen oder Diskussionen oder Kritik. Und der Auftraggeber, der profitiert auch davon. Gute Gewinne, auch während der Corona-Zeiten, obwohl die Inserate wegfallen und alles. Und jetzt möchten wir das noch ein bisschen aufpolieren. Und wir reden da nicht von kleinen Beträgen. Wir reden, die gesamten Subventionen belaufen sich auf etwa 400 Millionen pro Jahr. Das setzt sich aus, kann da die Aufstellung aus verschiedenen Beträgen zusammen. 400 Millionen tun vielleicht nicht so viel. Aber nehmen wir das mal 7, weil das läuft 7 Jahre. Da sind wir schon in der Nähe von 3 Milliarden. Und dann werden wir noch dazu nehmen, was wir an Zwangsgebühren an die SRG zahlen. Das ist auch noch etwas über 1 Milliarde. Da reden wir von echt viel Geld. Der Vertrag ist unethisch. Und in den letzten 18 Monaten haben wir gemerkt, wie unethisch das da ist. Weil auch die Journalisten, die für die Medienkonzerne arbeiten, die waren vielleicht kritisch und wollten kritisch reportieren, aber das ist ja gar nicht gegangen. Die mussten sich in den Leitplanken bewegen. So, und jetzt fragt man sich natürlich, wie dumm meint die Regierung, dass der Schweizer Bürger und Bürgerin ist. Medienkonzerne sind nämlich nicht systemrelevant. Sie haben ihren Platz in der freien Marktwirtschaft. Entweder stimmt ihr Produkt, sie können es verkaufen, oder stimmt nicht. Wenn es nicht stimmt, dann müssen sie es anpassen, und sonst gehen sie bankrott. Das weiss jeder Unternehmer da. Das weiss jedes kleines Verlagshaus. Aber Vertrag ist Vertrag. Die Regierung zahlt und bestimmt die Informationspolitik. Und die Medien führen den Auftrag aus und damit ist beiden geholfen. Wer aber total vergessen wird bei dieser ganzen Sache, sind wir, die für das alles zahlen. Aus Geldern, die wir erwirtschaftet haben, abgeliefert haben, aus Geldern, die die Jungen erwirtschaften müssen und abliefern müssen, aus Schulden, die wir machen müssen, die eigentlich gar nichts angeben. Und das haben wir unseren Volksvertretern in Bern zu verdanken. Volksvertreter? Gut, wir werden es sehen, 2023. Da müssen sich ein paar Sachen ändern, aber gewaltig. Es ist klar, dass wir von Freunden von der Verfassung 100%ig gegen das Mediengesetz sind. Wir wollen keine staatlich zahlte Medien. Wir erleben ja jeden Tag, was dabei rauskommt. Ja, vielleicht ist es aber so, dass morgen heisst, wir sagen 500 Leute zu Luzern.
Es geht nicht an, dass Konzerne Riesengewinn machen und noch subventioniert werden. Mit Steuergeldern, zukünftigen Steuergeldern und Schulden. Auch sie unterstehen dem Gesetz von der freien Marktwirtschaft und haben das einzuhalten. Also, wir werden das Referendum zusammenbringen, aber meine grosse Bitte ist, bitte Unterschriften sammeln wie letztes. Weil das muss irgendwann ein Ende haben. Je früher, desto besser. Wow. Hallo miteinander! Hallo! Ganz normal. Also für mich ist es das erste Mal, dass ich auf so einer grossen Bühne stehe und vor allem vor so vielen Menschen rede. Es ist absolut überwältigend, wie viele Menschen das zusammenkommen, um für ihre Grundrechte einstehen, die sich ihre Freiheit nicht nehmen lassen wollen. Und ein grosses Danke für das, dass ihr alle da sind. Wir vom ASV stehen aktiv dafür ein, dass die Jugend eine Stimme bekommt. In dieser gesamten Zeit sind wir vergessen gegangen und unsere Anliegen und Probleme ignoriert. Es hat wahnsinnig viele verpasste Momente gegeben, die man jetzt nicht mehr zurückholen kann. Es sind Sachen wie die Feier vom 18. Geburtstag oder vom Lehrabschluss. Das Zusammenkommen und soziale Kontakte knüpfen, die uns bis ins Alter begleiten sollen. Und das sind alles Sachen, die uns genommen worden sind mit den Zwangsmassnahmen. Schön. Danke euch. Bei denen, die am meisten Druck auferlegt wird für die Impfung, das sind die Jungen. Es sind Kampagnen, die uns zu verstehen geben, dass wir ohne Impfung nicht mehr frei leben dürfen, dass wir nicht mehr reisen dürfen und nicht mehr feiern dürfen. Sie bringen uns bei, dass wir eine Gefahr sind für die Gesellschaft, wenn wir uns gegen eine experimentelle Impfung entscheiden. Eine Impfkampagne, die darauf ausgelegt ist, um den Impfwilligen Kuchen versprechen, anstatt Gesundheit. Es sind Sprüche wie drei gute Gründe, um sich zu impfen. Ausgang, Ausgang und Ausgang. Wo bleibt Gesundheit? Massvoll wird bis zum Ende, bis unsere Grundrechte bedingungslos wiederhergestellt sind, aktiv bleiben. Wir werden weiterhin die Stimme für die Jugend sein, damit wir nicht vergessen gehen. Danke. In dieser Menge sehe ich mehr als den freien Menschen. Denn wir alle zusammen, wir sind der dritte Freischarenzug. Die in Bern oben machen, was sie wollen. Sie stützen sich nicht auf Wissenschaft, auf Gesundheit oder auf gesunden Menschenverstand. Das tolerieren wir nicht, denn das Mass ist voll. Es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben, wo gewählte Bundesparlamentarier wollen die Leute markieren mit einem Sticker, wo sie dann impfen lassen. Das geht einfach nicht. Denn diesen Politikern müssen wir ganz klar zeigen, dass wir das Volk sind, dass die Verfassung gilt und die Zeit von der Tyrannei beendet wird. Das ist eure Aufgabe.
Covid-Zertifikat. Das wird immer weiter ausgebaut. Wir haben gesehen, der Bundesrat, der macht weiter. Sie hören nicht auf. Und sie werden auch, wenn es so weitergeht, in einem Jahr noch nicht aufhören. Und jetzt sind wir bis dicker. Mit was kommen sie in einem halben Jahr? Mit was kommen sie in einem Jahr? Dürfen denn Ungeimpfte nicht mehr aus dem Haus raus? Das ist ja reiner Wahnsinn. Die eigene Gesundheit geht doch niemandem etwas an. Dass man Leute vom gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ausschliessen kann, weil sie ein Zertifikat nicht machen. Das ist einfach falsch und menschunwürdig. Meine Damen und Herren, es heisst Grundrecht, es heisst nicht Impfrecht. Morgen haben wir den 1. August und jetzt haben wir es gesehen in offiziellen vier von der Stadt Zug. Übrigens morgen auch, morgen redet der Bärs um 6:30 in Gruyère. Kann man gehen, sicher schönes Fest, kann ich jedem empfehlen. Dort, nur noch mit Zertifikat. Die Zweiklassengesellschaft, die Spaltung von der Schweiz. Das geht nicht. Darum, wir kämpfen. Denn wenn wir alle jetzt weiterkämpfen bis Ende November, ist der Corona-Wahnsinn vorbei. Und für das kämpfen wir jeden Tag und Nacht. Vielen Dank. Danke. Merci. Ja, super. Hey, lässig, wie viel das da jetzt in Luzern zusammengekommen sind. Und wir haben Glück, es regnet noch nicht. Oder? Und ich hoffe, dass es noch ein Weile nicht regnet. Und ihr seid liebe Mitmenschen, ihr seid Menschen und ihr seid so zahlreich hierher gekommen, um für Wort, Selbstbestimmung und Freiheit einzustehen. Ich möchte nur noch kurz etwas zu dieser ganzen Hygienehysterie, Impfhysterie und dem verdeckten Impfzwang etwas sagen. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch sich frei entscheiden darf, ob er sich eben impfen lassen will oder nicht. Aber man muss ganz klar sehen, dass der die Impfung verabreicht, der hat eine Aufklärungspflicht. Und er muss aufklären über die Wirkung und die Nebenwirkung und Risiko, Nutzenverhältnis, und das wird nicht gemacht. Und der, der sich impfen lässt, der hat auch eine Pflicht. Er hat eine Hohlschuld, sich das Wissen zu holen, was er sich überhaupt reinspritzen lässt. Die meisten lassen sich impfen, weil sie damit meinen, ihre Freiheit wieder zurück überzukommen. Dem ist aber nicht so. Impfen hat nichts mit Freiheit zu tun. Impfen ist eine rein persönliche Präventionsmaßnahme und primär als Eigenschutz denkt. Selbstbestimmungsrecht vom Mensch erlaubt es, auch eine Medizin oder eine Impfung abzulehnen. Das war bisher so. Wir waren frei, ob wir eine Grippeimpfung wollen oder nicht. Und wir haben nicht so ein Geschiss drum gemacht, wenn einer sich nicht impfen wollte. Aber jetzt geht es eben um sehr viel mehr. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Und darum, einen Hygienefaschismus einzuführen, Menschen zu kontrollieren und auch eine grosse Anzahl von Menschen zu eliminieren,
Das muss einem klar sein, was sie damit wollen. In den letzten 8 Monaten ist durch die sogenannte mRNA oder Vektorimpfung, die im Grunde genommen eben, das sind keine Impfungen, das sind Genmanipulationen, hat es mehr Nebenwirkungen und Tote gegeben in den letzten 8 Monaten wie in den letzten 20 Jahren durch Impfungen. Müsst ihr euch vorstellen? Der Faktor ist über 80 bis 100-fach. Und Swissmedic, die Impfkommission, das BAG, duldet das weiterhin und macht sogar noch Werbung mit unseren Steuergeldern. Und unser Bundesrat, der Herr Berset, hat sogar noch die unglaubliche Frechheit und Arroganz zu sagen, dass es noch nie eine so eine sichere Impfung gegeben hat. Und jetzt wollen sie sogar anfangen, Kinder ab 12 Jahren ohne Einwilligung der Eltern zu impfen. So etwas Perverses hat es noch nie in der Schweizer Geschichte gegeben. Die Personen, ich nenne sie nicht Menschen. Das sind Kindsmörder und die schlimmsten Verbrecher. Sie gehören sofort abgesetzt und vor ein unabhängiges, loyales Gericht. Ich sage Nein zur immensen Covid-Lüge. Nein zur Diskriminierung. Nein zum Impfzwang. Und ja zur Freiheit, der Freiheit, Meinungsäußerung und der Selbstbestimmung. Ich sage Nein zum Hygienefaschismus. Nein zur Hygienemaske, dem Symbol vom neuen Gesslerhut. Symbol für Unterwerfung, Repression, Einschüchterung. Symbol für Obrigkeitshörigkeit und ausgeschaltetem Denkvermögen. Maske ist ein reines Symbol für Angst und Diktatur. Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen. Rettet mir Zukunft für uns und für unsere Kinder und Kindeskinder. Wehren wir uns wie Löwinnen für ihre Brut. Wenn wir die Freiheit nicht leben, dann verlieren wir sie. Im Herbst und Winter wird für viele Geimpfte das grosse Erwachen kommen. Wenn sie wieder einer neuen Viruslast ausgesetzt sind, werden viele von ihnen übermäßig darauf reagieren und sie könnten dann daran sterben. Dann müssen wir aber, die Nicht-Geimpften, sollten wir ihnen mit viel Mitgefühl und Liebe begegnen und helfen, so gut es geht. Denn sie sind in ihrer Blase gefangen gewesen, desinformiert vom Bundesrat, der Swissmedic, der Impfkommission vom BAG
und vor allem von den Mainstream-Medien. Wir Alternativmediziner von Aletheia haben aber einige Medikamente bereit, die wirklich sehr gut helfen können. Dazu müssen wir aber endlich einmal angehört werden und eine vernünftige Diskussion sollte stattfinden über evidenzbasierte Daten und Medizin. Wir müssen unbedingt der weiteren Spaltung von unserer Familie und von der Gesellschaft entgegenwirken. Denn Spaltung, das ist, was Klasspolitik, was der Deep State will. Divide et impera, trenne und herrsche. Das müssen wir verhindern. Denn dann haben sie keine Macht mehr über uns, wenn wir geeint als Volk von selbstdenkenden, selbstbestimmenden und selbstverantwortliche Menschen gegen sie antreten und unser Schicksal selber in die Hand nehmen. Und uns von niemandem bestimmen, was wir zu denken und zu tun haben. Vertraut auf euren inneren Kompass, auf euren gesunden Menschenverstand. Vertraut eurer eigenen Urteils- und Seelenkraft, dass wir alles, dass wir alle es schaffen werden, die immense Covid-Lüge und alles, was eben damit zusammenhängt, aufzudecken und die Krise zu bewältigen. Vertraut aufs grosse Ganze. Die Schöpfungskraft, das Göttliche, die Liebe, alles geht mal vorüber. Auch Covid geht vorüber. Geniessen den Sommer, festet, tanzet, umarmet und liebet euch. Und geniessen Corona, vor allem in Form von einem Bier. Prost miteinander! Der Impfhersteller ist nicht verantwortlich. Die Regierung ist nicht verantwortlich. Derjenige, der impft, ist nicht verantwortlich. Aber derjenige, der sich nicht impfen lässt, ist unverantwortlich. Das ist genau das, was mir gestern im Zug passiert ist. Von Lausanne, wo ich wohne, hier hinten in die Durschwitz. Da haben mir zwei Nachbarn von einem gewissen Alter bereits gesagt, sie sind schuld an der vierten Welle. Und sie haben ein kindliches Verhalten. Sie sind nicht verantwortlich ihrem Auftreten. Und dann nachher bin ich auch noch von der Polizei kontrolliert worden in dem Zug. Und wo dann nachher alles klar war, dass ich in dem Zug bleiben kann, weil die Polizei wollte, dass ich aussteige, damit sie mich kontrollieren. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Termin. Und das hat gemacht, dass die Polizei dann nachher ein ganzes Stück mit dem Zug mitgefahren ist. Sie haben mich kontrolliert und alles war in Ordnung. Und nachher sind meine Nachbarn, haben nicht mehr gesagt, bis Zürich. Ich hatte meine Ruhe. Und erst dann hätten wir dann noch eine Moralpredigt gehalten. Und erst dann hätten wir dann noch einen Zeitungsartikel vorgenommen. Und da habe ich gesagt, jetzt haben wir aber verpasst, miteinander wirklich zu diskutieren. Weil das ist wichtig, dass wir in eine Debatte kommen mit den Menschen, die anderer Meinung sind. Und ich habe dann noch einem anderen noch gesagt, das Schimpfwort, das sie mir gesagt haben, das gebe ich ihnen zurück. Da will ich nicht einsteigen. Und dann bin ich ausgestiegen. Also eben gerade die Spaltung in der Schweizer Bevölkerung,
in der ganzen Welt führt mich zu der Frage, ist sich Gesellschaft bewusst, dass der wirtschaftliche Schaden jetzt schon enorm ist bezüglich Arbeitsausfall und Nebenwirkungen? Es ist ein Paradigmenwechsel am Laufen unserer Gesellschaft seit anderthalb Jahren. Es ist jetzt heute so, dass jeder ein potenzieller Virenträger ist. Und jeder wird gefährlich für den Nächsten. Und ich muss sagen, den Paradigmenwechsel mache ich nicht mit. Ich muss mich nicht entschuldigen, dass ich gesund bin. Ich muss mich nicht entschuldigen, dass mein Immunsystem funktioniert. Das ist etwas, wo die Menschheit rettet, dass wir an unserer Immunität arbeiten. Und das führt zur Angst in der Bevölkerung. Es führt auch zur Diskrimination. Und das ist genau etwas, was verboten ist. Bundesverfassung, Artikel 8, Absatz 2, verbietet Diskriminierung. Und das müssen wir immer wieder klar sagen. Wir dürfen nicht eine Gesellschaft werden von diskriminierten Menschen, wo es dann noch eine Zweiklasse gibt. Das darf man nicht zulassen. Der Schutz durch die Impfung wird zur Staatsdoktrin erhoben. Ist das wirklich so? Die Geimpften müssen weiterhin Masken tragen, Distanz halten, sind ansteckbar und ansteckend. Ich verstehe nichts mehr. Und viele Menschen in den Spitälern sind bereits geimpft worden. Ein Teil der Bevölkerung lässt sich freiwillig mit einem Testimpfstoff impfen, der heute in der dritten klinischen Phase ist. Die Testphase ist von Swissmedic auf 2 Jahre beschränkt worden. Müsste uns eigentlich auch zum Überlegen anregen. Das bedeutet, dass all die Menschen, die sich freiwillig impfen lassen, akzeptieren, dass im Fall von gravierenden Folgeschäden keine Entschädigung bekommen. Also das müsste auch eigentlich aufwachen. Liebe Freundinnen und Freunde, machen wir uns Gedanken, welche Welt wir wollen. Es ist so, dass wir jeden Tag neu mit unseren Gedanken die Welt erschaffen. Das, was wir heute erleben, das haben wir auch mit unseren Gedanken mit erschaffen. Aber dazu gehören auch Gefühle. Es gehört auch alle unsere Akte und alle unseren Willen, die wir einsetzen für die Welt, die wir wollen. Und ich lade euch jetzt ein, uns ein, die Welt vor uns anzustellen als Bild. Was möchte ich für eine Welt? Freiheit. Miteinander. Liebe. Wahrheit. Tanzen. Singen. Froh sein miteinander. Solidarität. Und das Wohlstand für uns alle. Miteinander für unsere Bedürfnisse einstehen gegenseitig. Und da fühle ich mich daheim. Merci. Maintenant un petit mot. Commande, bienvenue ici à Lucerne, au centre de la Suisse. Oui. Le fabricant de vaccins n'est pas responsable. Le gouvernement n'est pas responsable. Le vaccinateur n'est pas responsable, mais celui qui se laisse pas vacciner, il est irresponsable. Hier dans le train, j'ai été abordé par des gens qui m'ont dit, à cause de vous,
On va avoir la quatrième vague et c'est vous qui êtes responsable. Et ils m'ont traité d'enfant, de personne pas majeure. Et donc il y avait la police qui est venue et ils m'ont dit, voilà, vous devez sortir du train. Et moi j'ai dit, non, je ne sors pas du train. J'ai un rendez-vous en Suisse centrale. Je dois y aller. Et donc ils ont fait un voyage avec moi. Parce que le train est reparti, moi j'ai montré toutes mes attestations et j'ai pu continuer le chemin. Et mes voisins, ils étaient tous silencieux. Et voilà donc, il y a aussi un changement de paradigme dans le sens là que maintenant chacun est soupçonné d'être porteur d'un virus. Mais non, je ne veux pas jouer ce jeu. Nous sommes des êtres en bonne santé. Et puis, nous avons à travailler sur notre immunité. C'est ça qui est important. Et aussi, ça amène à la peur et à la discrimination. Et dans la Constitution fédérale, c'est interdit. C'est l'article 8, alinéa 2, qui interdit la discrimination. Donc, non à la discrimination. C'est interdit par la Constitution. Et ceux qui sont vaccinés, pourquoi ils se font vacciner? Ils doivent continuer à porter le masque. Ils doivent avoir la distanciation sociale. Ils peuvent toujours infecter les autres et eux-mêmes peuvent s'infecter. Je ne veux pas me vacciner pour protéger les vaccinés. C'est un non-sens. Et maintenant, quel monde voulons-nous? Parce que chaque pensée, chaque sentiment et chaque action, c'est nous qui créons le monde dans lequel nous vivons. Ce que nous vivons aujourd'hui ici, c'est aussi créé par nous. Ce rassemblement est créé par nous parce que chacun est venu ici et nous avons décidé de nous réunir. Alors, un monde de solidarité, un monde de justice et un monde de liberté. C'est ça, c'est là où je me sens à la maison. Bonne route, restons unis ensemble entre toutes les régions linguistiques de la Suisse. Tutschwitz, Tweschwitz, die italienische Schweiz und die romanische Schweiz und alle Menschen, die in dem Land leben. Jawohl! Merci. Merci. Super. Bevor ich da ausrutsche, haben wir müssen helfen. Vielleicht noch die Leute dabei. Ich bezeichne uns als naiv, in mir als Zeichen nicht wahrgenommen. Und die, die es haben, kommen sich meistens verarscht von mir. Lernen von klein auf, von auslesenen Leuten. Die Meinung von unserer Liste, wie unter dem Regen. Es führt die Leute sind voll mit Arroganz, wo geht aus ins Widersprechen. Unterstützen damit nur das eigentliche Verbrechen. Haben meistens so Interesse, nicht selber alles verlieren. Und jahrelang arbeiten zu führen, Apparat, wo nur Leute. Sie sehen uns als Idioten, wie wir uns so verhalten. Während sie uns provozieren, können sie uns einsperren für alles. Sie werden sie mir schon am Boden machen. Ein Monat vor der Pandemie öffentlich. Simulationen, schon krass. Und das von Coronaviren, der Bill Gates und sein Weltwirtschaftsforum wieder an. Das mit dem Patent findet man normal, auch sein Mitspracherecht bei meinem Fixprogramm. So dumm sind wir, rechtfertigen euch für sie, bis wir im Rollstuhl sitzen. Die werden 201, es ist Pandemie und ich könnte dem Staff äußern, nicht ähnlicher sein mit dem Klausstab. Weltwirtschaftsforum, mehrfache Tochter schreibt dann noch ein Buch, in dem er fast schon die Menschheit verflucht, doch keiner checkt, wie läuft das eigentlich gut. WWF erklären, wie viel Missystem. Keiner kann durchspringen von den heutigen Problemen. Seit der Impfung gibt's noch mehr Tote, doch alle sind blind vor Angst. Und sehen sie viel Bullshit auf Instagram, wird sicher wie man sonst. Google zeigt kein Treffen und sicher wie man sie statt ihnen zuhören, belächeln. Doch faktisch sterben also hoch für eine Impfung und Nebenwirkungen ebenfalls enorm. HLK 293, für die Herstellung braucht es wie viel abtriebene Föte 293. Föte aus dem dritten Quartal, wo es nur an Zunge experimentieren und dann spritzen.
Ehrlich von Wort, Diamanten, die Story ist doch einfach. Es wird wie Kopf im Bett gemacht. Die zeigen dir Bilder und bringen sich von deinem Weg ab. Jeder, der Schweizer, weiß seit Jahren, stand der Finanzkrise an. Sind nicht verstanden mit dem Gedanken, dass alles passieren kann. Die Welt empfehlen, abbricht und uns absenken. All wie im Sand, ohne uns ein Andenken zu lassen. Sie kommen mit ihren Psychospielen von Chemtrails, Talent, Geoengineering, Aerosol, verpesten uns die Luft und kehren sie brutal. Wie 2010 auf dem WWF-Plakat. Menschen sind scheiß, doch seit Jahren werden für den Klimawandel Sachen in der Stratosphäre verteilt. Wie keine außerhalb deiner Bilder traut, wird uns Krieg als humanitäre Hilfe kaufen und gibt den Patienten. Gibt's mittlerweile Prämien zu meiner Motivation noch ein bisschen verstärken, denn die Mitdenken der Ernst raten dringend davon ab. Doch geben sie über ein Jahr keine Berichterstattung ab. Denn die Angst ist zu gross, den Titel gerade wieder verlieren. Ist auch nicht so, dass die Medien in einen Plattform bieten führen. Jeden Tag sehe ich Bullshit wie auf Telebaser. Ein Top-Beispiel für das, was die Medien machen, werben für das Covid-Gesetz. Schon ein bisschen Ansicht, sagt auf jeden Fall Gefällen als Rekordbesitzer und Patriarch. Spitze in den Song, spitze wie radikal. Bis Gott geben der Rechte nicht, bin Musiker, kein Hampelmann mit Anzug an. Schick mir eine Homepage. Hey, Bro, ist das Sinne, doch mal wieder ist so offensichtlich geschrieben. Denn wir werden von denen manipuliert. Kein Rapper, der jetzt kommt und dagegen argumentiert. Kopfen Sprüche im Insta und verstreuen den Hass. Der Mohammed Ali ist für Freie damals 5 Jahre im Knast. Und du willst mal jetzt für was? So viel sollten da sitzen. In der Schule lernen sie Bullshit und konjugieren, anstecken. Was seit Jahren im Üblichen gerade passiert ist. Kinder werden Opfer von früh Sexualisierung. Heute bekommen sie auch eine Maske ins Gesicht klatscht. Nenn es wie du willst, doch genau das, da ist das. Und was mich am meisten schockiert, dass sie es machen, dann sind von uns keines Hirn. Ich bin leider am Platzen, denn sie simulieren Cyberattacken, könnten mit der ganzen Menschheit am Kragen. Sie haben ja schon bewiesen, dass Simulationen stimmen, wo es ein Experten-Team aus vielen Nationen bildet. Ältere Leute laufen paralysiert durch die Stadt, analysieren fast wie die Straßenkreuzung wahnsinnig. Sie machen sie psychisch schwach, meiden Kontakt zu anderen Leuten. Und das passiert nur, weil sie all die Lügen verpasst. Uns wird's einmal in Würde gepackt, wie ein Würgegriff, das mit dem Grünen ins Toss. Ich bin aus der Übung, und ich kann ja seit 2 Jahren kein Konzert spielen. Das ist mein erstes Konzert seit 2 Jahren. Aber ich habe noch ein Luft. Komm mal, der Nächste. Von dieser umliegenden Propaganda tausend und millionenfach mal alles gesehen, bis wir es glauben. Ihnen trauen, zu viel vertrauen, bis sie es versauen. Geben Fick aufs Graue, gehen wir rein im Wald gehen. Spazieren oder liegen am Strand, denn das ist das Einzige, was noch Sinn macht. In meinem Verstand kein Bildschirm verdammt, nur Natur, die uns beeinflussen kann. Doch das könnten wir nicht geniessen. Uns würde etwas fehlen, etwas lernen könnten wir von dir, weil sie es erträgen. 3 Stunden unter einem Baum zu liegen und ein Saal zu geniessen. Ohne daran zu denken, was ihnen irgendein Traum bietet, alles ist vernetzt. Aber gleich versteckt das, was gerade passiert, ändert an einem Marketingkonzept. Sie schiessen wieder in mir auf Bombe. Sag, wieso ich auf dem Handy irgendwas mit Corona habe. Weil ich zu viel googelt habe, vielleicht stimmt. Doch es sollte mir nicht anzeigen, was ich suche, sondern was richtig ist. Aber Moral spielt keine Rolle mehr. Vielleicht wäre ich auch so, doch ich habe 2 Angst vor Gott und Familie liebe ich auch. Gibt zu viel Werbungen, aber wenn nur von schlechter Natur. Doch die Folgen von dieser Tag sehen jetzt ernsthafter aus. Wir sollten eigentlich alle meditieren. Die ganzen Impulse, ja, sie plagen uns wie Fieber. Wir werden langsam müde, weil sie sperren sogar. Leute, die nur reden und sagen, steht noch einmal auf. Und die haben nicht mal etwas bewirkt, weil Privatpersonen sind unglaubwürdig für jeden blendeten Bürger. Ich schwöre, ich könnte kotzen wegen verschiedenen Studenten, die nicht ich sehe, wenn da geht's nicht um den Frieden für die Menschen. Nein, da geht's ganz klar um Machtverteilung. Auf den Arten ganz scharf, wie ein Butterfly ist anpasst. Für Massen meistens, doch wir sind keine Massen, wir sind individuell. Darum machen sie die Wache auch mit Ritalin bequem und sind die Geschlechter im Denken. Wir nutzen eure Waffen und ins Internet wisst niemand, was die Impfungen so machen. Und man muss gut recherchieren und viel verstanden haben. Wieso weiss niemand von dem Video, wo der Job bei den Kindern anlangt? Wie ein gestört und kein Verständnis für so Bullshit. Öffnest deine Augen, siehst am Ende wieder die Aussicht. Es bringt dir nichts an, wenn du ängstlich seine Geburt bist.
Zeiten, ob dich mal ein Bus trifft und dann den Schlussstrich bringt, weißt du nicht. Die Angst vor dem Tod hat die meisten verstört. Gedanken foltern es gern. Die Wichser, wenn das Glauben an, wir sind schon am Tod von unseren Grosseltern. Doch nicht mit mir, Bro, ich bin nicht gleichgläubig. Für das habe ich in meinem Herzen zu viel Hoffnung. Darum bin ich auch der, der mit seiner Lyrik mit seinen Musikern schüttet. Aufstehen im Namen von der Künstlerfreiheit. Denn bei uns ist Zensur schwierig. Das wäre für einen Fans zu billig, wo sich Rap reinzieht und sich erhebt für den Flash und Stimmung. Sonst gehen wir auf die Straße mit Bands und Singen, bis sie uns Handy bringen. Schlanke Wand sind keine schönen Sachen, an die du am Abend denkst. Ich beharre auf die Meinung, alle für einen. Ihren Schrott sollten wir nicht mehr anschauen. Eigentlich hat Natur ist der Schlüssel. Weiss ich, er sieht dich ein Hund an, der mich zwingt zum Aufstand. Doch leider fällt mir weg, schauen schwer, denn wir haben dann ein Talent zum Erklären auf sachlicher Ebene. Und das nutze ich auch, wenn nur der Untergrund vertraut. Dann passt mir ganz gut auf, dann wird der Bund nur mehr blau. Verhindern, was gerade ist, Motto schlimm, bin brutal geschockt. Nachguckt nach den Nachrichten, wo sind Präsident von Tanzania, ein ehrenhafter Mann. Wo sind die letzte Kraft im Kampfplatz für Seelen, wo ist klar. Und ich sehe keine einzige, da gibt die Story in der Rinn. Egal wie gestorben ist, er hat sie erhoben, sie ist still. Was für ein abgefuckter Scheiß, es ist immer traurig, was er durchgemacht hat, hat er für uns gemacht. Aber niemand juckt sich von Film, doch nur stark bleiben. Bitch, dann schwäche ich, wer ihre Stärke, wenn man die Karten für mich. Und darum ganz drin im Gesicht, und dass sie mal eine Tat und versuchst, wo ein das Licht zu bringen. Heißt es, dass du wahnsinnig bist, doch egal, ich bestreite einen allein und entschuldige. Durch den Beweis, wenn man sie zensiert, Papaya im Google. Die, was checken können, die Geschichte aus die Geschieden. Nein, er wird sie Geschichte aus die Dumme. Wie alten Beweis, um alten Likes von der Naiv. Heben wir nicht zusammen, wir keine Chance auf Peace, wie wir einsame verließen. Nicht ein Fight auf der Street, sondern ein Abwenden von uns und eine Vernunftleiter an. Statt von einer gewalttätigen Stimme, denn jeder weiß, dass er nicht mehr mit Vernunft soll. Sie verlügen sich, stift Unruhe, vielleicht büßt sich auch wie Blut. Du, ich hoffe, das ist mir wert, es wird jetzt nur Schiene gefährt. Schauen Ziele leer, muss denn nur mehr Gleichheit her. Zum Heimabald, zum Tustür benutzen, doch keinen Schnauf. Wir hätten es können vermeiden. Jetzt hat keine mehr schöne Familie, denn jeder wird tröstet und berichtet. Wir können es auch allein und sie öffnet die Seite von Datingportalen. Jede Facekamera scannt dich, denn du bist nur ein Medium vom Staat. Finde es schlimm, 2050 kein CO2 und trotzdem gibt's immer noch Eis, was schmilzt. Ist das etwas Wunder? Leute, siehst du, verspürt in einem Bunker. Gewisse Leute, ja, die gewöhnen sich, der Druck gehen langsam unter. Kühlen ihre Kraft, auch wenn es schädlich ist am Schluss. Obwohl ihnen nichts mehr gehört, schnell wahr wurde, was alles so düster tönt hat. Jetzt sieht die Welt wie nach dem Untergang aus. Unverstandene Leute sind dumm und planlos. Viele finden es nice, doch sieht es so fatal aus. Die einen fahren per Stroh, im coolen Bravos. Die anderen schuftet her, wunderbar nur. Für die Macht der Leute, die im Bunker Anzug kommt. Doch ihr stapeln ein paar zu brutale Jungs. Und es sieht aus, als ob er aus der Arme kommt. Vor dem Bundesratshaus, mehrere Filzschüsse aus der anderen Stimme und ich hasse die Penner. Sie bestricken und sie schreien frei Muren, als wären sie im Illuminati-Tempel an. Darum lasse ich den Uli gehen, nach seinem Rücktritt vom Bundesrat. Ey, nun bin ich voll, das wäre so wild, ich verlasse statt mit ihnen Ego-Tazeremonie an. Sie werden voll vernichtet, mich suchen nach dem Song Polizisten an. Das ist nur Satire-Rap, da ist an, wer sind seine Kunstfragwürdiger an. Schau, ich habe eine Fußfessel vor euch, denn sie sind für unsere Jugend bedrohlich. Merkel stirbt bis dann 100 und noch nicht. Zusammen mit deinen Jungs aus der Lobby. Der Bill Gates, er ist ein lustiger Lobby. Und er leidet an einem Schuss in der Wohnung. Ich lasse ihre Routine Politiker. Für den Track hätte ich nur eine Belohnung. Wie gern das alle noch kritischer werden. Und das Gute verfolgt mein Weg. Zeichnet sich aus im Rap. Geht's eigentlich darum, dass man alle Schichten anspricht. Augen öffnet, egal ob nice Chirurg. Mit eigenem Haus oder Slide mit Tattoos voll. Es sind dann warten, bis der Scheiß einfach ausrollt. Doch sie Kli hat mich leider Geduld schon kribbelig gemacht. Denn ich bin mit dieser ganzen Propaganda und Lüge einfach nicht ausgekommen. Ich bin mit ihrem Argument doch noch nicht einverstanden. Auch nach 100 Tokus von Klima. Gesetz und Rechtsreligion, ihre Stimme kommt in uns Entscheidungen vor. Sie jahren sind kleines Niveau, wie das Gesetz so nimmt, wäre ein Glaubensalter voll. Doch für mich ist Glaube auch der Glaube als Volk. Der Glaube an uns 7 gegen 8 Millionen. Wenn du schreibst, ist für jeden etwas anderes. Meint mir nichts Aktionals, wo sie über Jahre begleiten. Leute, die sich definieren lassen, doch leider ist das nicht korrekt.
musst dich auf Höhe haben. Meine Daten positive und negative Auswirkungen auf meine Mitmenschen, auf die Umwelt. Ey, und so definiert sich's in zwei Sätze. Jeder weiß, Liebe bringt einen weiter als Gier. Und das sagt ins innere Tier. Wer weiß, wer bietet die Tank und ich füttere doch. Sie haben uns niemals versorgt. Das sind allein wir, sie und so muss es auch weitergehen. Als Einheit, als Ziel, gegen das Projektil. Ey, wo sind wir bitte? Unsere Generation schiebt auf in die Geschichte. Ich will noch gerne etwas sagen. Und zwar, das ist ein Album von mir. Ich habe das Album vor 3 Wochen rausgebracht. Ich bin auf Platz 16 gechartet in der Schweizer Hitparade. Und es hat niemand berichtet. Und Platz 16, es hat mich niemand eingeladen. Weil es passt nicht in ein Abendsprogramm, oder? Danke allen fürs Zuhören. Mega geil gewesen. Und einen schönen Tag noch allen. Danke fürs Kommen. So that was it from Luzern, here the center in Switzerland, where 1,000 people came to demonstrate against corona politics and restrictions. I hope you can follow me on my channel to the most famous places here in Switzerland. Thanks for subscribe and see you soon.